Wir werden 2000 und es begann vor allen Dingen eben dahingehend, dass Leistungszentren gebildet wurden, dass sie gestärkt wurden, dass Stützpunkte eingerichtet wurden, dass Eliteschulen hier in Bremen ja auch mit Obervieland eingerichtet wurden und dass die Junioren-Nationalmannschaften dementsprechend auch auf einen bestimmten Weg gebracht wurden. Dann natürlich auch mit den sportlichen Erfolgen. Das geht nicht nur von 2006, wenn irgendwas beginnt, dann 2007 sportlicher Erfolg. Das wissen wir alle, das funktioniert nicht. Das ist ein längerfristiger Weg. Also von daher passt das auch schon wesentlich besser, als es 2000 begann. Aber was bedeutet dieser jetzt Alltag für die Geförderten noch? Weil wir befinden uns im Leistungsfußball, im Spitzenfußball des Juniorenbereichs. Für so einen Jugendlichen, für so ein Talent, für einen Nachwuchsleistungsfußballer, eigentlich in Bezug auf das, was wir gerade hatten, Freundschaften, Freundin, Elite, Schule, Nationalmannschaft, Lehrgänge, Turniere und so weiter. Und da sind wir jetzt bei den Gruppenarbeiten. Inzwischen sind wir ein paar mehr geworden. 1, 2, 4, 5. Deswegen würde ich mal die ersten zwei rein bitten. Ich zeige das gleich nochmal. Ich gebe einmal hier diesen Wochenplan zu erstellen und zu den anderen beiden Gruppen, die machen dann das gleiche in grün, aber bitte getrennt voneinander nochmal auch einen Wochenplan und einen Saisonplan. Ganz kurz eben dazu, es geht dann eben, das findet ihr dann eben auch in den Unterlagen, um in dem Fall einen Regionalligaspieler, der 50 Kilometer Fahrdienst, das kennt ihr vielleicht auch aus euren Vereinen. Hier ist es ein ganz, ganz großes Thema und bei anderen Leistungszentren, Bundesliga-Vereinen ganz genauso, dass viele Spieler, hier ist es noch eben noch verstärkter, weil wir, ja, Bremen drumherum, da ist nichts. Ne? Also ich meine, 130 Kilometer weiter nördlich ist ein bisschen was, aber ansonsten nichts. Und von daher ist es schon auch, Bremen ist nicht so eine große Stadt, die so viele Talente jetzt liefern kann. Und dann liefern wir uns eben einige eben auch aus dem Umkreis per Fahrdienst. Aber das machen andere Vereine eben auch. Und auch das ist sicherlich eine Geschichte. Auswärtsspiel, 150 Kilometer Entfernung ist zu berücksichtigen. Gymnasiast, Freitag Referat. Und das ist eure Aufgabe, das findet ihr auf dem Zettel auch. Einen Wochenplan zu erstellen mit den Belastungen und Anforderungen eines Spielers. Also ihr findet alles da auch hinten dran, was jetzt hier gesehen wird. Wo liegen die Schwerpunkte der Anforderungen und Belastung? Wie ist das Verhältnis von Belastung und Erholung? In Gruppenarbeit machten die Teilnehmer die zahlreichen Herausforderungen deutlich, denen ein zukünftiger Bundesliga-Profi gegenübersteht. Wir sind davon ausgegangen, vielleicht waren wir ein bisschen zu sanft, dass der dreimal die Woche Training hat. Und wir haben gesagt, Montags, Mittwochs, Freitags. Wir beginnen aber erstmal montags bis freitags, muss der ja erstmal zur Schule gehen. Und da er Gymnasiast ist, haben wir die Zeit auch von 6 bis 16 Uhr gesetzt in der Schule. Nicht jeden Tag, aber es gibt halt Tage, da hat man dann auch bis 16 Uhr Schule auf dem Gymnasium. Dann haben wir die Trainingstage auf Montag, Mittwoch, Freitag gelegt. Und die können ja nicht gleich um 16 oder 17 Uhr sein, weil dieser arme Mensch ja erstmal 50 Kilometer zum Training fahren muss. Das heißt, wir haben eine Zeitspanne von 16 bis 20 Uhr gelegt mit Anfahrt, Training und dann irgendwann ab 20 Uhr zurück so ungefähr. Die anderen Tage, die kein Training ist, Dienstag, Donnerstag und Samstag, weil der Spieltag war jetzt auf Sonntag gelegt, bestehen dann aus Lernen und Freizeit. Wenn man davon ausgeht, dass der beim 9. Klasse Gymnasium ist, wird er ja das, was er hier vielleicht nicht schafft, ja auch an diesen Tagen dann auffangen müssen. Und am Spieltag haben wir jetzt, also da kenne ich die jetzt nicht so aus, wie lange das dauert, aber wir haben so überlegt, dass das schon fast den ganzen Tag in Anspruch nehmen wird, so ein Spieltag mit Anreise, die 150 Kilometer betrifft. In dem Fall, also sprich, schafft man vielleicht noch kurz mit seiner Familie zu frühstücken und den Rest seines Lebens verbringt er dann die meiste Zeit im Auto mit seiner Familie, nehme ich mal an, da er auch noch nicht selber fahren kann. Also die Schwerpunkte sind im Prinzip für diesen Jungen oder für dieses Mädchen Anreise. Haben wir gesagt, kann man das vielleicht anders lösen, dass man Entlastung dadurch kriegt, dass er in einem Internat oder ähnlichem in der Nähe des Trainingsortes untergebracht werden kann.
dann würde man da so ein bisschen mehr Entlastung gewinnen dadurch. Weil das kostet Ihnen ja auch einfach tierisch viel Zeit, die ihr anderweitig verbringen könnte. Also Schwerpunkte sind Anreiseschule und Training-Spiele im Prinzip. Ja, wir haben uns mit demselben Spieler beschäftigt, sind erstmal davon ausgegangen, dass wir die Schule als feste Fixblöcke haben. Montags von 8 bis 14 Uhr, dienstags und donnerstags sind lange Tage von 8 bis 16 Uhr und mittwochs und freitags nochmal von 8 bis 14 Uhr. Ja, die Aufgabe war es ja noch durchaus noch ein Referat mit reinzubekommen und das Training inklusive der Fahrten irgendwie zeitlich mit einzuordnen. Wir haben dann geguckt, Training, ein Regionalligaspieler sind wir davon ausgegangen, dass er ungefähr 3 bis 4 Mal die Woche Training hat. Wir sind jetzt von 3 Mal der Woche ausgegangen. Das war dann für montags, haben wir gesagt, dass er von 17 bis 19 Uhr trainiert oder von 17.30 bis 19.30 Uhr. Eine Stunde geht jeweils für An- und Abreise drauf, sodass er ungefähr jedes Mal 4 Stunden unterwegs ist. Das sind immer die roten Blöcke, die wir hier eingezeichnet haben. Mittwochs ist das Training von 17 bis 19 Uhr wieder, auch abends. Und freitags ist nochmal das Abschlusstraining. Und Sonntag geht der ganze Tag fürs Spiel drauf. Wir sind davon ausgegangen, das Spiel findet um 11 Uhr statt. 235 Minuten Spiel, Halbzeitpause, Anreise 150 Kilometer. Oder sind es? 150 Kilometer waren es bei uns. Sodass alleine für die Anreise schon 2,5 Stunden, Abreise 2,5 Stunden, 5 Stunden, Spiel knapp 2 Stunden. Das ist dann quasi schon der ganze Sonntag, der drauf geht. Und nach dem Spiel, wenn man den ganzen Tag unterwegs war, Fußball gespielt hat, ist man wahrscheinlich konzentrationsmäßig gar nicht mehr da. Und schnackt man wahrscheinlich immer ein bisschen mit den Eltern der Familie. Und das war's dann schon. Wahrscheinlich macht man sich dann schon wieder so den nächsten Plan für die nächste Woche, wie die nächste Woche weitergeht. Auf jeden Fall ist das ein straffer Zeitplan. Ja, wir haben gesagt, dass er das Referat wahrscheinlich noch am Wochenende vorher eigentlich machen muss, vielleicht noch nach dem Spiel, sodass er dienstags 2-3 Stunden nochmal investieren muss, je nachdem wie gut er halt ist. Und dass er Donnerstag vor dem Referat eigentlich nochmal 1 Stunde einplant, um es sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, damit er weiß, was hat er morgen eigentlich zu sagen und sich nochmal ins Gedächtnis rufen kann. 1 bis 2 Stunden, je nachdem wie gut er ist, wie er es dann dementsprechend schon geistig verinnerlicht hat und das dementsprechend nochmal durchsprechen kann. Okay, gut, wir hatten das Thema halt, wie das über das ganze Jahr aussieht, über wen wir sprechen, das seht ihr hier rechts, neben uns, 16 Jahre alt, ist ja auch ein ganz anderes Alter, Nationalspieler, Realschüler, Abschlussklasse und so weiter und so fort. Beschreibt realistisch, wie das aussieht über das ganze Jahr. Hierbei hatten wir insbesondere, wir hatten familiäre Aspekte, wir hatten schulische Aspekte, wir hatten sportliche Aspekte und wir fangen im Juli an und es ist natürlich gleich, ist die Belastung enorm hoch, sowohl sportlich, weil es zur Vorbereitung geht, aber auch schon, was die schulische Geschichte angeht, weil der Junge ist in der 10. Klasse, der muss sich langsam Gedanken machen, was er will, auch wenn es mit dem Fußball nicht so klappt. Das heißt, er muss sich überlegen, will ich die Schule weitermachen, will ich Schule abbrechen, will ich mir eine Ausbildung suchen oder wie auch immer. Das heißt, die psychologische Belastung ist hier enorm hoch und die sportliche sowieso. Es fällt ein bisschen ab, wobei, wir haben ja gesagt, das ist ein Nationalspieler, das ist ein Kaderspieler, der hat eine Belastung und das ist ja eben auch gut herausgekommen in den vorangegangenen Gruppen, die ist einfach über der Norm. Wir haben hier mal probiert, das vielleicht zu skizzieren, was ein normaler Jugendlicher in dem Alter zu bewältigen hat. Das ist immer noch deutlich über dem eines normalen Jugendlichen. Dann er stagniert auf relativ hohem Niveau und geht dann zur Weihnachtszeit ein bisschen runter. Das sind eigentlich die einzigen vielleicht 1-2 Wochen maximal, wo er ein bisschen runterkommen kann, vielleicht, wenn vorhanden, in familiärer Obhut sich ein bisschen erholen kann. Danach geht es sofort wieder aufs normale Level und die Belastung steigt wieder an, denn es steht ja auch, es steht hier irgendwo, der Junge nimmt an der deutschen Meisterschaft teil, vorausgesetzt, die Saison läuft erfolgreich. Er will zur EM fahren, das heißt, es geht immer weiter bergauf. Auch schulisch gesehen, irgendwann Anfang oder Mitte des nächsten Jahres, gegen Mai, April, Mai hat man gesagt, sind die Abschlussprüfungen. Das heißt, da steht er unter Vollstrom, sodass er hier gleich wieder total unter Strom steht. Also lange Rede, kurzer Sinn, er hat eigentlich nur eine wirkliche Erholungszeit über Weihnachten, haben wir uns gesagt, wo er mal wirklich runterfahren kann. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig und auch diskussionswürdig. Stellt 2 konkrete Belastungsschwerpunkte heraus, war noch eine Aufgabe, das ist natürlich gleich, haben wir auch herausgearbeitet, einmal zu Anfang, während der Vorbereitung und während der beruflichen Entscheidung und auch zum Ende, wenn es halt
zur deutschen Meisterschaft geht, zur Europameisterschaft geht, Abschlussprüfung, und der Junge hat sich überlegt, er will genau in dem Zeitpunkt noch nach Mallorca fliegen. Naja, ist auch die Sache, in dem Alter ist mir nicht unbedingt eine gefestigte Persönlichkeit, inwiefern man das dem vielleicht noch ausreden könnte, weil es da bestimmt nicht um Erholung geht. Wie könnte ein optimaler Ablauf einer Saison aussehen? Im Prinzip so, dass auch familiär nichts daneben läuft. Der ist 16 Jahre alt, der wird vielleicht mal, wenn er Zeit hat, eine Freundin haben, die mal irgendwann Schluss macht, der wird einen Kumpel haben, mit dem er sich verkracht. Es gibt 10.000 Familiensachen, die passieren können. Heutzutage gibt es nur noch Scheidungen oder Todesfälle oder was der Geier was, sodass man eigentlich nur hoffen kann, dass zu dieser Belastung nichts weiter hinzukommt durch irgendwelche unvorhersehbaren familiären Geschichten. Ja, dazu noch zwei Anmerkungen. Das eine, was jetzt die Saisonbelastung insgesamt anbelangt, ganz zu Anfang dieser